Oh je, ich tu nochmal 100.000 abheben. Ah, ich hoffe, ich krieg einen guten Sterni, also einen guten Rübenpreis von irgendjemanden. Ja, sonst ist mein ganzes Geld wieder weg. Und darauf habe ich echt keine Lust. Wir kommen zurück bei Animal Crossing New Horizons. Ich bin gespannt, wie es so laufen wird. Ich schaue mal, wie viele Slots ich jetzt noch frei habe. So, und übrigens, wenn da ein Vogel drauf ist, heißt das, hier gibt es was Neues. Ja. Angelturnier demnächst. Am Samstag, den 11. April, findet ein Angelturnier statt. Den besten Anglern winken tolle Preise. Wer Lust hat, einfach mitmachen. Toi, 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 Melinda. Oh, nice. Okay. Seit dem 19. März nichts mehr. Alles klar. 11. April, sehr nice. Und am 12. gibt es dann direkt den Häschentag hinterher. Das freut mich. Okay, ja, wo soll ich jetzt die Rüben hinstellen, ist die Frage. Ah, erstmal gucken. So, ich tue jetzt mal alles in. Wow, wir haben noch echt viel Platz. Ja, ich werde sehr viele kaufen. Dafür werden nicht mehr nochmal 100.000 Sternis reichen. Also, ich habe hier noch 10, 20, 29 Plätze. Okay. Alles klar, merke ich mir. Jetzt werde ich erstmal kurz. Obwohl, Moment, ich muss ja gar nicht. Ich werde einfach meine Rüben jetzt in ein Zimmer legen und zwar in das leere links. So, jetzt darf ich auch nicht mehr in der Zeit manipulieren, weil wenn jetzt noch was verändert wird, oh je. Ja gut, dann ist eher blöd, ne? Weil dann sind ja alle verfault und dann ist mein ganzes Geld weg. Einfach ablegen, immer das Erste, alles klar. Plus keine Essen, weil das wird zu teuer. So. Also wie viel haben wir gesagt? Noch 9. Ich schreibe mir lieber das auf, weil sonst, ja. 29 Plätze habe ich noch frei. So. Oder 10, 19, 29. Ja, okay. Den Rest werde ich dann verkaufen. Ups, kein Platz mehr. Aber ich habe genügend Platz in diesem Raum. Kann ich meinen ganzen Raum voller Rüben stellen. Ablegen und ablegen. Ah, natürlich. Ja gut, den Rest, Moment, des Fossils werde ich neben das Museum, glaube ich, obwohl, wenn ich es vergrabe. Ah, das ist blöd jetzt. Dann werden wir ins Museum gehen und danach zu Schlepp und Nepp. Genau, so mache ich das wieder. Haben wir das gleich abgeschlossen und dann habe ich sehr, sehr viel Platz im Inventar. So. Ich habe jetzt noch 30 Plätze dann. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen 29, das geht nicht. Die Musik ist schön um 10 Uhr. Ja, ich finde sehr viele Themes cool. Ich habe auch letztens um 17 Uhr dann gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ihr da dabei wart oder ob ich einfach irgendwas gefarmt habe. Auf jeden Fall, die ist bis jetzt, glaube ich, meine Favorite-Musik. Oh, das habe ich gar nicht erwartet. Ich dachte eigentlich ein weiteres Fossil. So. Ich möchte mich auch demnächst mal darum kümmern, dass wir ein paar Sachen noch craften, die ich vielleicht auf der Insel verteile, damit unser Insel-Image wächst und wir hoffentlich irgendwann KK dann sehen werden. Habe ich beide? Ja. Eugen. Ich bin schon wieder da, aber keine Sorge. Diesmal ohne Insekten. Ich habe nur zwei Fossilien. Nein. Zum Analysieren und hoffentlich auch zum Stiften. Das wäre ganz cool, wenn ich noch ein paar hätte. Ich weiß es doch schon längst. So. Also, jetzt das Richtige drücken. Erstmal die zwei Fossilien. Ich finde es immer noch. Ich habe schon immer mir gedacht, warum kann man die Muscheln nicht spenden? Ehrlich, weil die sind ja zwar. Es gibt nur fünf Arten oder so, aber Muscheln sind ja auch Lebewesen, oder nicht? Kein Zweifel, wir haben bereits selbst solche. Wow. Serious. Das kann ja wirklich nicht sein. Alter, ich kriege ja nur noch Fossilien, die ich schon habe. Wir spielen gerade mal 2 Wochen, okay, knapp 3. Und ich habe nur noch Fossilien, die ich schon abgegeben habe. Aber gut. Dann tschüss, Eugen. Dann gehe ich halt zu Schlepp und Nepp. Und dann wahrscheinlich schon wieder ein weiteres Geld abheben. Also ich werde jetzt mal diese 400.000 oder so, die ich gespart habe, ausgeben. Für ganze Rüben. Und dann werde ich einfach mir fett markieren, hinter die Ohren schreiben. Nicht an der Zeit manipulieren. Ah ja, sonst sind sie einfach weg. Deswegen werde ich sehr schnell hoffentlich die Rüben verkaufen. Mir wird auch ein Preis von, sage ich mal, 350 übel genügen, ganz ehrlich. Ich brauche gar nicht so viel, weil ja,
Es wird dann immer noch für fair 3,5-fach. Ich meine, der Preis war, glaube ich, 97, ne? 97 Sternis. Und 29 Plätze haben wir noch frei. Von der guten Jorna. Die freut sich über ihre, ja, 300.000, die ich hier gebe. Aber daraus werde ich über 1 Million machen. Und davon auch mein Haus abbezahlen. Eine weitere Stufe. Und vielleicht auch die Brücke. Wer weiß, wer weiß. So, habe ich jetzt irgendwas Wichtiges verkauft? Tatsächlich nicht. Okay. Ich habe halt nicht ganz 29 Plätze jetzt frei. Das heißt, wir müssen zweimal zu Jorna gehen. Aber ich würde sowieso jetzt erstmal zu meinen Bewohnern gehen. Die hier rechts bei der Siedlung. Ah. Ey, Zeit für deine weitere quasi professionelle Lektion in Sachen Körpersache von mir. Diese Emotion zeigt hilflose, restlose, bedingungslose Resignation. Kennst du ja sicher, Vachel. Stell dir vor, du besitzt stapelweise Kaschmir-Schals, kannst aber egal wie nicht alle gleichzeitig tragen. Ach du, versuch's doch mal, die Leute werden dich dafür lieben oder zumindest verdauern. Yay, ich hab die Emotion Resignation erlernt. Na dann eben so. Ich dachte eigentlich, ich krieg diese Schrei-Emotion, aber anscheinend, ja, hasse ich das Leben. Aber die ist richtig geil, so, I don't care. Ist mir scheißegal, was ihr sagt. So ungefähr. Hallo, Keks. Hey, willkommen in meinem Knusperhäuschen. Ich nenne es so, weil ich Chips mag. Ja. Ich hab gesehen, dass du gestern eifrig auf Felsen eingeschlagen hast, Clef. Mit Erfolg? Ich hab das nämlich mal gemacht und dann sind die Sternis rausgefallen. Das war klasse. Okay, stimmt, den Sternibaum, den hab ich ja, den Sternistein, meine ich, hab ich voll vernachlässigt in den letzten Tagen. Danke, dass du mich darauf hinweist. Lieber Keks. Gehen wir mal die ganzen Siedlungen hier ab. Okay, ja, die habe ich schon draußen gesehen. Da steht sie auch schon. Wie geht's denn so, Blubber? Mir absolut fantastomatisch. Hey, ich laufe hier so rum. Check das mal. Ein Fuß vor den anderen und los. Wahnsinn, oder? Ach so, so läuft man. Gut. Dann gehen wir noch zur Gisela. Dann haben wir nämlich auch alle Bewohner heute. Beziehungsweise habe ich hier jemanden vergessen? Nee, Matze habe ich. Annalena habe ich. Keks habe ich. Steffen und Nora auch. Ja, ich sollte dann alle haben. Dank fürs Vorausschauen, Pika. Lass uns plaudern. Du isst gerade ein Sandwich. Der Häschentag dieses Jahr. Ja, am 12. April. Ich freue mich drauf. Ich ganz viel verschiedene Eier zusammen. Pika. Ja, ich bin schon dabei. Komm, ich gönne ja ein Laub. Ich habe so viele Laubglückseier. Ja, nein. Ich wollte eigentlich eins rausnehmen. So, hier, was sagst du denn dazu? Ah, wie kann ich dir helfen? Hier, nimm. Was? Bist du sicher? Ein Holzglücksei. Ein Holzglücksei. Da bedanke ich mich mal recht herzlich. Wow, mehr sagt sie einfach nicht. Okay. Tschüss, Gisela. Du sagst so, hey, ich freue mich voll auf die Eiersuche, dann gebe ich dir ein Ei und du sagst so, ist mir eigentlich egal, ne? Einfach gut. Ja, was mache ich jetzt mit diesem einen? Welcher Baum steht im Weg rum? Die Frage. Keine Ahnung, wenn wir einen finden, ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt suche ich erstmal wieder die Jorna, die war hier irgendwo. Aber die ist ja auch wieder hier on point. Ich merke schon nicht. Oh, ich dachte schon, ich komme hier nicht durch. Was ist mit der Laterne los? Warum ist die so breit? Hi, Nora. Ja gut, ne? Immer wenn man wen finden will, dann findet man es natürlich nicht. Das ist ja wirklich so. Jetzt kommen Jorna, was soll denn das? Die ist einfach jetzt wirklich wieder weg. Das geht gar nicht. Ich habe doch hier mein ganzes Geld investiert. Dann werde ich mal derweil das nutzen und weitere Sternis abheben. Wer kennt's nicht? Wie gesagt, sie war wirklich vorher noch dort, bevor ich am Anfang des Parts, ne, da reingezogen bin. Aber gut. Hier reingegangen bin, meine ich. Okay, hallo. Ich möchte weiter Geld abheben. Bankautomat. 100, ich würde sagen noch
Auszahlung nochmal. Oh Gott, ich bleib jetzt bei 100.000 Sternis Kontostand. Das ist echt wenig. Ach, naja. Habe ich um die 400.000, 500.000 investiert. Mal schauen, was ich rausbekomme. Wenn ich einen Sternipreis von 400 zur Verkauf bekomme, dann kriege ich ja... ja. Vielfacher Wert heißt 1,6 Millionen raus. Und das wäre schon ganz geil. Würde ich feiern. Komm schon, Jona. Ich will dir noch nur mein Geld geben. Wo bist denn du jetzt? Ich suche einfach mal, ne? Weil... ich wüsste jetzt nicht so ganz, wo sie sein soll. Oh, ich liebe diese Blumen. Ich finde es so geil. Langsam habe ich es kapiert. Ah, da bist du ja. Ja, guten Tag. 97 ist auch echt nicht schlecht. Unter 100 ist, wie gesagt, finde ich es immer richtig nice. Soll ich mal die... Moment. Wie viel haben wir gesagt? 29 Plätze. Ah, so viel kann ich ja gar nicht mitnehmen gerade. Dann nehme ich erstmal 20 Plätze. Wie viel sind denn das jetzt? Ja, her damit. Wenn es 20 Plätze, dann kann ich noch 9. Also dann habe ich noch 9 frei. Mal schauen, ob das 20 Plätze sind. Oh je, schon wieder 200.000 weg. Und, ja, es sind tatsächlich 20 Plätze. Heißt, jetzt habe ich noch 9 frei. Moment, ich muss mir das mal kurz so. Perfekt. 20. Ich habe ja insgesamt 40. Das können wir auch nochmal nachgucken gleich. Oh mein Gott, ich freue mich auf das Geld. Am Schluss werde ich wirklich Time skippen aus Versehen. Und dann also ein bisschen zurückdrehen. Eine Stunde oder so. Dann war es. Also wir schauen mal. 3, 4. Nochmal 4 sind 8. 10, 11. 11. Und hier haben wir. Ich zeige es euch nochmal, damit man es besser sehen kann. So, 20 plus 11 sind 31, heißt da tatsächlich noch 9 Plätze sind frei. Ablegen. Oh, kein Platz mehr. Ja, dann wird der Raum wahrscheinlich doch ein bisschen klein, aber wie gesagt, ich gehe ja sowieso darauf, dass ich recht bald die Rüben loswerde. Das wäre ganz schön. Beziehungsweise den werde ich jetzt einfach mal einlagern. Ins Lager, weil die Rüben kann man ja leider nicht einlagern. Das finde ich ja sehr komisch, weil davor ging das immer. Wahrscheinlich, dass man nicht unendlos Rüben mitnimmt, weil man hatte ja früher immer einen Schrank getan und dann hat man, ist man zu einem Freund gegangen und konnte die aus dem Schrank rausholen. Aber, naja, ist nicht so schlimm. So, also noch 9 Plätze haben wir danach. Wahrscheinlich ist der Raum mit den Plätzen, die ich hier gerade noch habe, dann voll. Oh Gott, so viele Rüben. Krass, krass, krass. Also jetzt muss ich nur noch Glück haben. Wie gesagt, 97 Sternis ist ja nicht so ein schlechter Preis. Ja, der Raum ist voll. Oder ein Platz fehlt noch, ne? Boah, krass. Ja, ein Platz ist noch frei. Aber wir holen uns ja noch 9 Plätze. So. Heißt nochmal 90. Oh je, nochmal so viel Geld. Aber das Geld sollte auf jeden Fall ausreichen, weil ich habe noch über 100.000. Das hoffe ich, sie hat sich nicht schon wieder in keine Ahnung wohin verpiedelt. Die war ja hier links gerade noch. Komm schon, Jona. Die ist auch so klein. Ja, guckt an, die kann man echt leicht übersehen. Hallo. 97 Sternis. Dann gib mir bitte doch mal. So, also nochmal. 9 und 0. 87.000. Ach du Kacke. Ich werde mal ausrechnen. Jetzt habe ich genau 40. So, was ich denn da ausgegeben habe, ich bin sehr gespannt. Also ja, um die 500, ja, um die 500.000, wenn ich jetzt ausgegeben habe. Heißt so ein, wenn ich so einen Preis von 400 bekomme, dann werde ich 2 Millionen Sternis haben. Ungefähr. Und das wird mir dann erstmal reichen. Ich werde jetzt doch nochmal in den Raum lagern und einfach das raus. Diesen Turm, weil der passt sowieso eigentlich eher draußen irgendwo hin als drinnen. Sind wir mal ehrlich. Werde ich gleich mal einen Platz hinlegen. Also wir haben jetzt genau 50 Plätze belegt dann. Bin gespannt, ob das alles hier reinpasst. Ich glaube leider nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4,
Um 6, ja. 6 mal 6 sind 36. 36 mal 100 sind 3600 Rüben. Boah. Nee, was rechne ich eigentlich gerade? 36, doch. 36 mal 100 sind 36.000. Keine Ahnung. Ich bin ja zu blöd. 36 mal 100 sind 3600, doch, fast schon. 37, 38, 39, 40. Ach du Kacke. Ja, ziemlich viel Geld. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Oh je. Jetzt würde ich sagen, wir werden uns doch nochmal auf eine Insel begeben. Nachdem ich hier einen schönen Platz für gefunden habe. Ja, ich stelle ihn jetzt einfach mal am Strand auf. Hier irgendwo. Hier ist gar nicht schlecht. Pagode. Platzieren. So. Passt jetzt erstmal. Oh, die orangene Blume, ne? Vielleicht ist das sogar ein Stiefmütterchen. Wenn ja, das wäre sogar. Ich möchte mir mal kurz gucken. Bist du ein Stiefmütterchen? Bitte sag ja, ich liebe diese Blumen. Ja, ein Stiefmütterchen. Oh mein Gott. Wie geil. Also, gießen, 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 kann ich da nur sagen, Leute. Es lohnt sich. Ich stelle die jetzt mal hier hin. Okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zu Nook. Denn ich habe noch so einiges vor. Ich werde jetzt auch noch mein restliches Geld ausgeben. Denn ich habe noch was vor. Und zwar, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, wo ich das Grundstück von Ella Lena gestern platziert habe. Da ist mir aufgefallen, dass das richtig blöd einfach nur war. Habe ich noch 30.000? Nee, ich habe nicht genügend Sterne. Sehr gut, dann nochmal 5.000. Na, lieber 15.000. Eieiei, nur noch 80.000 auf dem Konto, ne? Ja, gut, ne? Also ich rechne einfach mal 40 mal 97, ne? So viel Geld habe ich ausgegeben, beziehungsweise. Nee, was für nur 40, 40, 400, keine Ahnung. Ich werde es mir auf jeden Fall ausrechnen, damit wir wieder das wissen, ne? Jetzt habe ich das Geld. Perfekt. Hallo? Ah, Nuni, hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Wie kann ich dir helfen? Ich erkläre auch gleich, warum ich das so blöd finde, den Platz. Grundstückverkauf. Ja, werde ich mir erstmal ein Grundstück holen. Ganz richtig. 10.000 Sternis, alles klar. Klar. Ach, gut, dass ich da nochmal mehr abgehoben habe. Jetzt werde ich jetzt nur noch 7.000 in der Tasche haben. Das ist so wenig. So, hättest du sonst noch einen Wunsch? Ja. Geht das? Ja, perfekt. Position ändern. Und zwar von. Oh, wir können tatsächlich schon alles ändern, aber nee, Wohnhaus. Welches Haus? Und zwar von der Annalena. Kann ich wieder umziehen? Ich weiß ja nicht. Aber ob wir nicht etwas warten sollten, dann kann sie auch mal ein wenig bei uns einleben und so. Warte doch noch ein paar Tage, ja, dann steht die Sache noch bei. Ach. So, hättest du sonst noch irgendeinen Wunsch? Nee. Also das Ding ist, ich habe halt wirklich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich wusste nicht, dass es da jetzt so eine Sperre gibt für ein paar Tage. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn ich terraformen will. Vor allem, sie wohnt ja jetzt direkt vor der Klippe, ne? Also Moment, ich kann es mir zeigen. So, Annalena ist oben rechts beim Campingplatz. Hier man sehen kann, direkt dort, wo man terraformen könnte, wo ich dieses Plateau vielleicht noch ändern möchte. Und das geht nicht, wenn sie dort wohnt. Deswegen werde ich jetzt einen weiteren Bewohner, wer immer da einziehen wird, das werden wir gleich rausfinden, wird jetzt wieder auch hier wohnen. Zwar kann man noch Leute an den Strand ziehen lassen. Hier wird jetzt eine riesige Siedlung aufgemacht. So, mal schauen. Ja, ich würde sogar sagen, hier ist nicht schlecht. Ein Hausbaukit. Eine noch nach rechts. Wenn die Christine jetzt im Weg stehen bleibt, ne? Ja, hier ist gut. Wie gesagt, alles nur provisorisch, bis ich geterraformt habe und meine Insel liebe. Werde ich jetzt hier eine fette Siedlung aufmachen. Hier wohnen ja jetzt schon 1, 2, 3, 4. Jetzt schon der fünfte und Annalena kommt da auch noch hin. Dann sind es 6 von 8 Bewohnern. Aber jetzt geht's erstmal auf eine weitere Insel. Hallo, Nora. Sie hat einen Floh gehabt. Gesehen. Genau, seitdem ich mich in Sand gewalzt habe, kriege ich dieses eklige Jucken nicht mehr los. Ja, pass auf.
Tut mir leid. Ein Floh. Hab ich ihn gefangen oder er mich? Gute Frage. Ist da noch einer? Mach doch Vieh weg. Mach es weg. Mach weg. Wir sind schon alle weg. Verstehst du eigentlich von selbst? Meine kleine Floh-Krise eben bleibt unter uns. Kapische? Na klar doch. Ja, da habe ich gehört, dass so ein Floh leider nur 10 Sternis oder so wert ist. Deswegen werde ich ihn jetzt freilassen. Jetzt ist er so auf mir drauf. Das wäre witzig. Aber okay. Frühling ist anscheinend Flohzeit. Das wusste ich auch nicht. Jetzt geht's wieder an fleißige Bewohner suchen. Ich habe 3, nur mein im Sinne. 3 Main-Tickets, genau. Hallöle. Ich möchte fliegen. Ja, du hast recht. Ich habe mein Ticket, das ich auch benutzen möchte. Also ich bin gespannt, was wir für Inseln bekommen. Auf geht's. Ob es irgendwas Besonderes dabei ist und auf jeden Fall auch, welcher Bewohner dort chillen wird. Jetzt müsste ja wieder einer auftauchen, weil ich ein weiteres Hausbau-Kit habe. Also schauen wir doch gleich mal nach. So, mal gucken. Also ich fände es ganz cool, wenn ich auf die Blumeninsel komme zum Beispiel. Tarantelinsel wäre jetzt nicht so geil. Mal gucken. Ich sehe noch keine Bäume, ne? Doch, ich sehe Bäume. Alles klar, es ist... Ah ja, ein weiterer... Nee, Serious Spiel, 2 Nasenbeere hintereinander. Wir haben doch jetzt erst einen bekommen. Alles klar. Ja, trotzdem werde ich ihn jetzt mal ansprechen gehen. Aber definitiv nicht einladen, weil ich mag nicht mehrere Tierarten. Außer wenn es eine ganz bestimmte ist, aber Nasenbeere nie. Hede, lass sie mal an, ein neues Gesicht. Du bist auch von einer anderen Insel auf der Stippvisite. Meine Freunde nennen mich Hede und du bist so eine Uni, alles klar. Nee, es tut mir leid. Hede, ich finde dich gar nicht so kacke, aber hätten wir Annalena jetzt nicht, ne? Die ist halt wirklich erst jetzt neu dazugekommen. Was ich mich gerade frage, ist das eine weiße oder... Hä? Das war gerade sehr weird. Ah, naja, wir sehen uns auf einer weiteren Insel. Aha. Weiteres Bambus Island. Sehr nice. Okay, dann werden wir uns hier natürlich genauer umschauen. Und hier gibt es ein... Oh, wer bist du denn? Ja, die finde ich gar nicht schlecht, glaube ich. Hallöchen, wer bist du? Zenobi, auch ein interessanter Name. Hoch, ich dachte, dass außer mir niemand diese Tour macht. Ich bin Zenobi und du? Ah, Noni, du bist wirklich aus von Präludien extra bis hierher gereist? Ich bin Präludien schon vom Flugzeug aus, habe ich es gesehen, glaube ich. Von oben sieht es echt schön aus. Ja, komm. Ich meine, diese Böcke oder was sie sind, die finde ich sowieso mega nice. So. Den Alltagsstress hinter sich zu lassen und hier einfach mal so zu entspannen, das tut gut. Meine Heimat ist ja nett, aber irgendwas fehlt mir. Zieh auf meine Insel. Oh, was für ein toller Vorschlag. Danke für deine Unterstützung. Mit sowas hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Hast du mich auch nicht einfach nur veräppelt? Meinst du es ernst, Mecker? Du musst doch nicht deshalb meckern. Ich meine es natürlich ernst. Oh, wie aufregend. Ich kann es kaum erwarten, heimzukehren und mit den Vorbereitungen zu beginnen. Wenn ich mich recht erinnere, muss ich einen gewissen Tom Nook kontaktieren, bevor ich umziehe. Dann mache ich das mal lieber schnell, bevor ich vergesse. Mecker. Oh, Zenobi, du bist ja richtig cute. Okay, die nehme ich auf jeden Fall mit, genauso wie weitere Bambussprossen. Von denen kann man ja nicht genug haben. Ich schätze mal, hier ist auch tatsächlich noch eine weitere. Alles klar. Ja, cool. Ich dachte eigentlich, dass ich wieder 3 Inseln besuchen muss und dann die bei der dritten, ja, es nehmen muss. Aber nein, ist so gar nicht. Sehr nice. Wir haben es direkt bei der zweiten geschafft, jemand Nices zu finden. Hallo, Zenobi. Ich mag auch ihre Stimme, wie ich sie gerade spreche. Ich hoffe mal, das passt so vom Charakter. Ah, auf eine andere Insel zu ziehen, verlangt schon etwas Mut. Deshalb beruhigt mich der Gedanke doch sehr, dass du dort sein wirst, Mecker. Ich glaube, sie hat auch den Typ ausgeglichen. Den hatte nämlich Annalena auch und Annalena hat nämlich dieselben Sachen gesagt. Aber okay, dann haben wir nur ausgeglichene Leute. Dann ist eine super Stimmung.
Und ja, ist doch nicht schlecht, oder? Hier ist ein weiteres Ei, ja. Oh, aber ich finde sie schon ganz cute. Ja, ich freue mich drauf, wenn wir sie dann haben. Und was ich ganz vergessen habe, als wir das letzte Mal hier waren, wir können natürlich auch ein paar Bambussprossen mitnehmen. Ausgewachsene, meine ich. Denn wir haben ja hier ein paar Kokosnüsse. Und natürlich kann man mit Kokosnüssen auch ganze Bambussprossen mitnehmen, ne? Das habe ich voll verpeilt. Also natürlich, wenn wir sie essen. Essen Eier. Und wie man sehen kann, Eier kann man nur bis 30 stacken. Vielleicht werde ich mir auch vor dem Osterevent dann von jedem ein Stack holen. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal zwei. Und natürlich kann ich dann wie Bäume einfach ganze Bambussprossen mitnehmen. Das ist ja mega geil. Ich weiß nicht, wie ich das vergessen konnte. Aber gut. Ja, sonst gibt es ja eigentlich auch nichts weiter. Weitere Bambussprossen gibt es auch nicht. Nein. Das heißt, wir können nur noch auch noch von dieser Palme was mitnehmen. Und auch diese Sachen benutzen. Ich möchte jetzt aber auch eigentlich endlich mal auf eine Insel. Ja, bei der ich einfach mal, keine Ahnung, besondere Blumen bekomme. Ich muss mir das alles hier selber erfarmen, weil ich nie auf eine Zuchtblumeninsel komme. Es gibt ja die besondere Blumeninsel, wo wirklich ganz verschiedene Blumen sind. Aber es gibt auch so Inseln, wo einfach random andere Farben sind und nicht mal das gönnt mir das Spiel, ne? Oh, ich liebe diese Bambusse. Das ist so geil. Obwohl ich nicht mal weiß, ob Bambusse der richtige Plural ist. Aber gut. Ich werde noch das hier schnell looten, ne? Das ist jetzt unwichtig, was ich hier alles bekomme, weil von den Eiern habe ich sowieso am meisten. Oh, mehr kriege ich sowieso nicht raus. Okay, und dann geht's jetzt auch schon wieder zurück nach Präludien. Beziehungsweise, eigentlich könnte ich auch noch ein bisschen Bambus farmen. Ah, Zenobi. Auch ein echt interessanter Name, muss ich sagen. Der gefällt mir auch sehr gerne. Sehr gut, wenn ich. Zack, Frühlingsbambus, perfekt. Jetzt können wir sowieso bei unserer Insel genug farmen. Wir haben jetzt über 5 Bamben. Moment. 4 plus 5, 9 plus nochmal 5. Sind 14 Stück, also. Ey, ich weiß nicht, wo ich manchmal meinen Kopf habe. Direkt nach meiner Ankunft habe ich bemerkt, dass ich all meine Werkzeuge zu Hause gelassen hatte. Zum Glück konnte ich bei Udo ein paar Nookmine gegen Werkzeuge eintauschen, Mecker. Oh. Das ist ja sehr cool. Klar, der gute Udo, der hilft immer gerne. Oh. Wir haben auch irgendwas bekommen, weil ich sehr viel Bambus anscheinend abgesägt habe. Das ist gut. Okay, nochmal ein paar Frühlings. Ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Wie gesagt, wir haben selber jetzt genügend zu Hause. Deswegen ab zurück nach Präludien. Hallo, Udo. Schokolade am Balamslet. Was kann ich für dich tun? Fliegen wir zurück. Du wirst Flugschokolade mit dem Ziel Präludien nehmen. Los geht's. Balamslet ist zwar eigentlich geiler, finde ich. Aber das ist ja jeder, wie er meint, ne? So, und dann will ich auch sagen, das war's eigentlich auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das mit einer Bewertung. Im nächsten Part, beziehungsweise ich kann es euch jetzt auch nochmal zeigen, habe ich den Bambus ein bisschen angepasst, ein bisschen anders eingepflanzt. Das können wir auch eigentlich jetzt weiterführen. Deswegen noch schnell dorthin. Moment, da brauchen wir die Pflanze. So, oh, wir haben heute wieder sehr viel erreicht. Morgen zieht der 8. Bewohner ein, Zenobi. Das Böckchen. Da habe ich das immer hier so ganz schön. Och, come on. Komm schon, Keks, serious. Steht da jetzt, ist es jetzt richtig? Ich habe es auf jeden Fall immer so gemacht, wie man sehen kann, dass man hier einen dazwischen hat. Und immer dann hier so schön durchlaufen kann. Sind es jetzt einmal durchlaufen? Ja, es sollte reichen sogar. Dann können wir jetzt hier mal ganze. Oh, hier geht es nicht mehr. Okay, dann müssen wir auch den Fluss mal anpassen. So. Jetzt erstmal ein ganzer Bambus, sehr schön. Die Frage, was ich mir auch noch stelle, nicht hier, sondern eins weiter. Hier kann ich auch dann noch was platzieren. Tatsache, alles klar. Ja gut, dann würde ich jetzt aber trotzdem sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Animal Crossing New Horizons wieder hier bei mir auf meinem Kanal.